Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Ich werde schon mal so viel vorweg versprechen, dass das nicht das einzige Pferdekauf-Video bleiben wird. Denn diesmal gefallen mir tatsächlich alle Farben des Jorvikschen Urpferdes sehr, sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dieses Shire-Modell. Ich sage ja immer, ich reite die Shires in Championaten nicht so ultra gerne. Aber an sich finde ich sie eigentlich ganz gemütlich. Und mir gefällt dieses Modell tatsächlich deutlich besser als das mit den kleinen Urpferden. Und drei neue sind jetzt reingekommen. Und eins davon möchte ich mir heute schon mal kaufen. Wir gucken uns aber alle Farben an. Ich würde mir wünschen, dass Star Stable vielleicht mal bei jedem Pferd, wenn man es anklickt zum Kaufen, ein kleines Vorschaufenster beifügt, wie die normale Version aussieht. Zwar sieht man ja von allem ein Bild auf der Star Stable Seite. Dennoch finde ich, dass es im Spiel oft noch mal ein bisschen anders wirkt. So, wir haben hier das Jorvik'sche Urpferd für 599 Starcoins. Die Urpferde sollen auch etwas langsamer sein als normale Pferde. Tatsächlich habe ich aber bei diesem Shire-Modell überhaupt nicht das Gefühl, dass es langsamer ist. Ich meine, es kann natürlich auch täuschen, aber es kommt mir tatsächlich eigentlich eher normal schnell vor. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Wir haben hier dieses Pferd, was in der normalen Version ein brauner ist. Und jetzt hier eben so ein, ja, rot-violett mit diesen Flecken am Rücken hat, was eine ganz interessante Farbe ist. Etwas schöner hätte ich es gefunden, wenn Schnippe und Stern wirklich weiß wären und nicht so, ja, rosa. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr cool. Dann haben wir hier als nächstes dieses Regenbogenpferd. Das finde ich auch super. Ich finde vor allen Dingen auch schön, dass auch die Augen zweifarbig sind. Unten so dieses Türkise und oben geht es ins Violette über. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben hier die Blässe in Anführungsstrichen in den bunten Farben und außenrum ist es weiß. Tatsächlich gibt es das ja auch so als Abzeichen, dass der Kopf weiß ist, aber wie so eine Blässe ist dann zum Beispiel braun oder sowas. Ich habe aber schon wieder vergessen, wie man dieses Abzeichen nennt, da es jetzt auch nichts zu den, ja, häufigeren Farben zählt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr selten. Und das gibt es nur bei ganz wenigen Rassen. Das hätten wir dann hier noch, ja, als Urpferd, wie gesagt, 0 auf alle Werte. Und dann haben wir hier noch das goldene Pferd. Das sieht echt aus wie so aus Gold gegossen. Wie so eine Goldstatue. Das Pferd ist in seiner Grundform ein wunderschön hellcremefarbener Palomino. Auch sehr, sehr schön. Ah, das habe ich eben vergessen, bei dem anderen zu sagen. Das ist, glaube ich, ein Rappe, beziehungsweise es ist so leicht grau, wenn man das kauft. Und es ist in seiner normalen Form. Ich habe mich jetzt als erstes entschlossen für das Pferd hier hinten, weil ich glaube, dass das auch gar nicht so unheimlich viele genommen haben tatsächlich. Aber wie gesagt, es wird definitiv nicht das einzige bleiben. Eventuell ziehen sogar alle drei bei mir ein, weil man ja nie weiß, ob die Urpferde so in dieser Form und Farbe nochmal wiederkommen. Vor allen Dingen in dieser Farbe. Und sie sind ja nur recht günstig. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie sehr flott unterwegs sind, wenngleich sie ja auch keine Werte haben. Das ist vielleicht das einzige Manko. So. Und zwar, wir können ja immer wieder gucken, was wir hier so für Namen haben. Cake Feather, Thundergirl. Thundergirl finde ich auch süß. Dollarfall, Summer Guardian, Spring Hurricane, Silver Champion. Silver Champion ist cool. Dropjoy, Money Water, Sunny Orb. Hier sind natürlich auch Namen bei, die absolut gar keinen Sinn machen. Midnight Champion. Oh. Cool Dash, Silent Runner, Cherry Shout. Cherry Shout finde ich auch ganz süß eigentlich. So. Ich habe mich entschieden. Müssen wir erstmal gucken, wo ist es denn? Ich kann als hinteres kann ich schon mal direkt nehmen, Girl. Muss ich nur mal suchen. Mir ist nämlich jetzt gerade noch was anderes aufgefallen, was auch gut klingen würde. Ich hasse es, wenn mir das passiert. Also, ich hatte entweder überlegt an Crimson Girl oder an Ruby Girl. Aber ich glaube, Crimson ist irgendwie nochmal... Ja, es macht halt der Farbe wirklich alle Ehre, ne? Weil Crimson ist ja Karmesin, Karmesinrot. Das ist
Das ist Crimson. Oh, Crimson ist bei den Neuen dabei, ne? Ja. Crimson Girl. Gefällt mir das? Crimson Girl? Ja, das passt schon. Gut. Ich bin gespannt. Wir werden uns jetzt das Pferd gleich mal noch in seiner normalen Form natürlich auch anschauen und in seiner Form, in seiner Farbwechselform. Ich zeige euch die Kleine jetzt auf jeden Fall erstmal im Stall. Und ja, dann bis gleich. So, da sind wir auch schon im Stall. Ich werde jetzt, denke ich, die Kleine in Anlehnung an Everrun Carmesina nennen. Weil Carmesin, wie gesagt, Crimson, das ist so die Übersetzung. Crimson im Englischen, Carmesin im Deutschen. Und ja, da es ja sowieso ein Stütchen sein soll, denke ich, passt Carmesina eigentlich ganz gut. Und Sina, oder Sina könnten wir sie nennen dann. Carmesina beziehungsweise Sina. Die werden wir jetzt erstmal putzen. Oha, wir putzen eher die Luft. Sie ist uns anscheinend ein klein wenig zu groß. Ja, den Huf halten wir fast gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, 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 okay, es sieht schon süß aus, muss man schon trotzdem sagen. Ha, warte mal, ich habe noch einen Apfel. Willst du einen Apfeli? Warum will sie keinen Apfel? Jetzt will sie einen Apfel. Oha, das passt sogar. Setzt zwar das Maul so ein bisschen im Apfel drin, aber ja, doch, an sich passt das ansonsten ganz gut. Jetzt können wir hier auch gerade mal noch in Ruhe schauen. Nähte sehe ich hier soweit keine. Nee, sieht nicht so aus. Oha, sorry, die Hunde sind heute ein bisschen, ups, da wollte ich gar nicht hin. Die Hunde sind heute ein bisschen im Dauerstress. Warum ist mein Interface kommt nicht wieder? Mein Interface kommt nicht wieder. Ich fürchte, ich muss mal das Spiel neu starten. Interessant, das habe ich auch noch nicht gehabt. So, dann werden wir der guten Sina mal ein Zahnzeug verpassen. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt gerade für eins habe. Aber das ist ja erstmal nur zum Führen gedacht. So. Das steht hier schon mal nicht so gut. Aber ich habe schon ein Outfit im Kopf. So, dann komm mal mit, Kleine. Sie sieht schon ziemlich majestätisch aus, doch. Schon auf jeden Fall. So. Einmal hier von der Seite und das Führen von vorne. Dieser Farbton, den sie hat, wo sie nicht violett ist, das ist so ein Ocker. Das erinnert mich glatt so ein bisschen an Spirit. Es wirkt aber einfach ein bisschen rötlicher durch den Violettschimmer im Fell. Wow, das sind schon wirklich, wirklich Riesen. Ich finde die Mähne so lustig. Okay. Magst du uns auch mal noch das Dösen zeigen oder das Fressen? Nee, nur rumgucken. Sie ist so groß, dass ihr Namensteil da in ihr drin schwebt. So, jetzt döst sie, wo sie aber die Augen nicht wirklich zumacht. Das machen ja tatsächlich gar nicht so viele Pferde in SSO, dass sie beim Dösen auch die Augen so ein bisschen auf Halbmast hängen haben. Wie Chefi gerade hinter uns. Na du? Schön ist sie auf jeden Fall. Eine sehr interessante Farbe. Oh, hier hinten ist eine Naht, wenn sie das Bein anhebt. Ja, ich werde jetzt mal das Outfit verpassen, was ich mir so für sie überlegt habe. Und dann werde ich sie euch einmal zeigen in ihrer Standardfarbe. Das mache ich dann, glaube ich, mit Ausrüstung und einmal in dieser Farbe hier nochmal im Wildpferdmodus. So, da sind wir auch schon. Ich habe jetzt für Sina kein Chumpy-taugliches Outfit ausgewählt, sondern wirklich mal eins, was bei ihrer Farbe passt, sowohl zu ihrer Grundfarbe, die wir jetzt hier sehen, eben diesem wunder, wunder, wunderschönen Braunton. Ich finde das ganz, ganz toll von der Farbe her. Und eben auch zu ihrer farbigen Form. Ich werde euch, wie gesagt, die farbige Form im Wildpferdemodus zeigen. Blende euch aber auch noch ein Bild ein, wie das Set auf ihrer bunten Version aussieht. Denn bei den Urpferden gehe ich tatsächlich immer eher danach, was für ein Set zu beiden Farben passt, anstatt welches Set denn wirklich Chumpy-tauglich ist. Ja, ich trage gerade mit meinem Reiter den coolen Reithelm. Außerdem die Weihnachtsweste und die blaue Manchester Jeans.
Zusätzlich dazu trage ich die Federohrringe aus Dandal, die weißen Feldritthandschuhe und die braunen Herbststiefel. Sina wiederum trägt aktuell das qualitativ hochwertiger Frühlingssattel. Es ist aber kein Sattel. Also es ist auf jeden Fall das Frühlingszaumzeug. Das gibt es auf dem Pferdemarkt zu kaufen. Außerdem trägt sie den keltischen Sportsattel und die braune Sportdecke. Ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch zusammen aus. Und nicht jumpy-tauglich sind jetzt an ihr die Decke und das Reithalfter. Okay, ihr Lieben, ich werde euch jetzt hier auf dem Jumpy-Platz mal die Gangarten zeigen, denn ich muss ja, damit ich euch die in dieser Farbe präsentieren kann, muss ich ja in der Zivilisation bleiben, damit sie nicht direkt auf bunt umplöppt. Ja, und ich würde sagen, dann gucken wir mal. So, wir kennen zwar diese Rasse schon und das Shire, trotzdem zeige ich euch das nochmal. Mir gefällt der Schritt sehr, sehr gut. Ich finde das ja auch sehr, sehr süß mit der Mähne, die man übrigens nicht ändern kann beim Urpferd. Deswegen gibt's auch heute keinen Friseur zum Abschluss. So sieht sie aus. Ich finde sie einfach nur mega schön in der Farbe. So, und weiter geht's. Meine Festplatte war mal wieder voll. So, wir schauen uns den Trab an. Der ist ja so ein bisschen behäbig, so ein bisschen schwerfällig bei dem Shire-Modell. Aber trotzdem eigentlich ganz süß. Sehr gerne mag ich den Arbeitsgalopp. Ich finde ja nach wie vor die Mähne so lustig bei dem Urpferd, weil die so wabert. Die wackelt so hin und her. Schade, dass hier die Zügel so enorm durch den Hals durchbacken, generell bei dem Modell. Weil einfach der Hals so unheimlich kräftig und muskulös ist. Das wäre schön, wenn SSO da ein bisschen mal nachgebessert hätte in der Zwischenzeit. Aber gut, das Zügelproblem kennen wir leider bei so ziemlich jedem Pferd. Tatsächlich mag ich hier wirklich die schnellsten Gangarten in Renngalopp. Hier, den mag ich am liebsten, weil ich das so mag, wie sich da das Pferd so ein bisschen streckt und einfach sportlich rüberkommt, trotz seiner ja wirklich doch ordentlichen Größe. Beim Sliding Stop sperrt das Pferd leider ein bisschen das Maul auf, aber auch das kennen wir ja schon von nahezu jeder Rasse. Ich glaube, das Connemara ist das Einzige, was das nicht macht. Tatsächlich. So, und das Springen kann ich euch ja hier hinten an dem Zaun noch ganz gut zeigen, denke ich. Ja. Oh, da sind wir ein bisschen zu weit rangezoomt. So, da könnt ihr es so nochmal sehen und wir werden noch schneller. Ja, es ist hier ein bisschen problematisch, aber wenn ich es euch in allen Farben zeigen möchte, dann bleiben mir leider nicht so viele Möglichkeiten. Aber ich denke, das hat jetzt trotz allem geholfen, falls ihr euch vielleicht noch nicht so ganz sicher seid oder eben gerne auch mal die Grundfarbe dieses Jorvikschen Urpferdes sehen wolltet. Wie gesagt, ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Es ist ein wunderschönes Braun. Die Abzeichen gefallen mir total gut. Und deswegen ist dann meine Wahl auch vorerst auf dieses gefallen. Aber wie gesagt, es wird nicht das Einzige. Jetzt zeige ich euch die Form noch, die farbige Form. Und ich verabschiede mich aber schon mal von euch. Denn wie gesagt, Frisuren kann ich euch nicht zeigen. Man kann die Mähne nicht ändern. Und den Wildpferdemodus in Anführungsstrichen hinterlege ich mit Musik. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Urpferd haltet, welches ihr euch gekauft habt. Und ich würde sagen, nächste Woche Sonntag, beziehungsweise jetzt kommenden Sonntag, leveln wir unsere Urpferde, egal ob groß oder klein. Also bis dahin, tschüss!